Ja, wie versprochen, heute Leon vor der Kamera. Ich als stolzer Papa bin natürlich total neugierig, weil Leon ist natürlich auch Barkeeper. Der studiert ja nicht nur, der muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Ich würde mal sagen, Bühne frei, viel Spaß, Leon. Ja, ihr habt es euch ja gewünscht und da wir jetzt dann Wiesen haben, haben wir uns ein bisschen was ausgedacht und zwar machen wir ein Weißbierinja. Also ja, quasi ein Caipirinha mit einem Weißbiersirup, den haben der Papa und ich gestern gekocht. Dazu Erzähl haben wir mal, wie hast du denn gekocht? einfach ein Weißbier 0,5 eingekocht auf so circa 300 Milliliter runter und dann abkühlen lassen, dass lauwarm ist und den Zucker drin aufgelöst, sodass so 3 zu 2 ist, also 3 Teile Weißbier, 2 Teile Zucker. Genau, haben es einfach abgefüllt, haben es gestern auch schon probiert und es macht Spaß. Der Hammer, richtig lecker. So, wir machen den Caipirinha, wie er original gemacht wird. Und zwar einfach in so leeren Gurkengläsern, Der wird original in Gurkengläser gemacht. so wurde es mir erzählt damals Ehrlich? zumindest. Ja, anscheinend ja. Okay. Und mit dem Caipirinha hat er jetzt nicht mehr wirklich viel zu tun, ist aber auch ein Weißbierinja. Wir nehmen dazu einfach die Limette. Schneiden vorn und hinten ein bisschen ab, so dass man das nicht in seinem Drink hat. Und dann achten wir die auch gar nicht, sondern schneiden sie nur so ein bisschen ein, also dass sie noch nicht ganz auseinander geht. Und dann noch, ja, 3, 4 Mal und schmeißen die so dann ganz ins Glas einfach rein. Paul, was sagst du? Nicht schlecht. Weil Paul ist nämlich heute hinter der Kamera. Beide Söhne am Start. Muss er ja. Ja. So, das mache ich mit der anderen auch noch kurz. Nur weil ich es nicht blick, ne? Richtig. Okay, du schneidest ihn nicht durch. Das ist ja auch super. So, da wir keinen Muddler haben, also keinen Stößel, nehmen wir dieses Honigding da und pressen da jetzt einfach mal ein bisschen den Saft raus. Kommt da jetzt nicht brauner Zucker drauf? Wir nennen ihn Knusper-Kaipi. Das ist der deutsche Kaipi mit. Also es gehört weder brauner Zucker noch Crushed Eis und eigentlich auch kein Pitu rein. So wie man ihn kennt, das ist eigentlich komplett falsch. Okay. Sondern normal weißer Zucker, Cachaça und eben Limette. Genau, Cachaça muss da rein. Also es ist auch. Original. Genau. Genau, immer jetzt 3 cl von dem Weißbiersirup da rein. Mit Hilfe von so einem Jigger. So, wer ihn süßer mag, kann natürlich da auch einfach mehr reinmachen. Das ist gar kein Problem. Gestern hast du so viel daran. Ungefähr, ja. Das war sau lecker. Und wir nehmen jetzt den, anstatt den Cachaça, den The Duke Gin, der ist von hier aus dem Nachbardorf, weil es ganz gut passt, weil der mit Hopfen ist. Und eben zu der Thematik Bier dachten wir uns, wäre das doch gar nicht so schlecht. Und davon nehme ich jetzt 5 cl. Oh, okay. Das ein bisschen knallt, ne? Ja, muss ja auch was können. Ja, also da ist schon mein lieber Scholli, ne? Paul, freust dich? Genau, dann einfach Eis drauf. Bisschen was, die Gläser sind jetzt nicht so groß, da passt nicht so viel Eis rein. Und warum kein Crash das? Weil Crush das einfach nicht reingehört. Der Drink ist normalerweise original wirklich geshaked. Und wir servieren den jetzt auch gleich einfach in einem Gurkenglas. Dann shake ihr das einmal kräftig. Das war's. Im Endeffekt war es das auch schon. Genau, kann man jetzt eine Garnitur noch drauf machen, aber ich würde sagen. Riechen tut's lecker. Also Leute, ihr habt Leon vor der Kamera gesehen. Wenn ihr wollt, machen wir das öfter. Dann lerne ich das eben hinter der Kamera. Ja. Aber euch eine schöne Wiesen mit dem Weißbierinja. Weißbierinja. Tschüss. Tschüss. Auf euer Wohl.